Ich finde das so crazy, das sind ja locker 4 Meter Haut. Das ist der Wahnsinn. Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zajac hier in Duisburg. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Norberts Welt. Wir stehen hier an einem Schlangengehege zusammen mit dem lieben Sven. Und der Sven hilft mir jetzt, diese Boa Constrictor rauszuholen, denn die Schlange hat sich der liebe Instagrammer exotische Tiere gewünscht. Ich traue mich nicht, die Schlange hier rauszuholen. Ich muss erst noch warm werden mit der Lieben. Wir gehen jetzt trotzdem mal rüber zum Norbert und der wird uns natürlich wieder was zur Boa Constrictor erzählen. Moin Norbert, grüß dich. Hi. Boah, na? Jetzt schon wieder Viertel nach. Hey, wir haben das mal angefangen hier, die Sendung, ne? Und da hatten wir gedacht, das wird so ein schöner Running Gag. Jimmy kommt mal ein bisschen zu spät. Ne? Jetzt ist schon wieder Viertel nach. Das ist kein Running Gag, das ist das, was ich hier live erleben muss. Dann müsste nur mal hier meinem Film mal wirklich gesagt werden. Aber ich habe mich einfach nicht getraut, die Boa aus dem Käfig zu holen. Deswegen habe ich Sven gebeten, dass er mir einfach mal dabei helfen soll. Norbert, Boa Constrictor. Ja, genau. Habe ich gehört. Das ist gefühlt eine Schlange. Auf jeden Fall. Zählt zu den Riesenschlangen. Eine Würgeschlange auf jeden Fall. Eine von den mittelgroß werdenden Riesenschlangen. Mhm. Eigentlich ist sie für einen Menschen ungefährlich, aber wie das ja so ist, die Menschheit hat ja oft Angst vor der kleinsten Schlange. Absolut. Also ich habe definitiv Respekt vor der Schlange, weil du mir vielleicht auch ein bisschen Respekt vor Schlangen eingefleucht hast. Ich? Ja. Ich kuschel da doch immer mit. Mittlerweile ja schon die dritte Schlange, glaube ich, die wir behandeln. Zuerst war es die Königspython, danach war es die Kornnatter. Auch, ja. Und jetzt haben wir eine Boa Constrictor. Wo finden wir sowas denn? Wo finden wir denn eine Boa Constrictor? Also bei uns jetzt im Augenblick hier mitten im Geschäft, aber sag ich mal ursprünglich, wobei die seltensten ursprünglich sind, die meisten werden heutzutage hier in Deutschland nachgezüchtet. Aber die Herkunft ist ganz klar aus Südamerika. Südamerika. Da hat sie auch den schlecht übersetzten deutschen Namen Abgottschlange her. Abgottschlange, habe ich noch nie gehört. Wie sich dieser Name so richtig zusammensetzt, da streiten sich also einige Leute drüber. Auf alle Fälle haben sie der Schlange was Göttliches nachgesagt. Um Schlangen gibt es immer Märchen und Mythen. Und man hat also zum Beispiel gesagt, dass also Schlangen Frauen anlocken, um diese Frauen zu vergewaltigen und zu schwängern, um mit diesen Frauen zusammen eine Schlangenbrut zu machen. Und wie alt wird dann eine Schlange, wenn sie erwachsen ist? Ja, also so Schlangen, die Reptilien der Größe der Riesenschlangen haben also kein Problem zwischen 35 und 60 Jahre alt. Wahnsinn, also die nehme ich dann schon fast quasi wieder ein ganzes Leben lang mit. Nochmal, die Schlange hier schätze ich jetzt gerade so auf 1 Meter und ich habe im Internet gelesen, dass sie bis zu 3,60 Meter groß werden können. Was sagst du dazu? Das ist also auch ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich, wie von fast allen Tierarten, auch eben von der Boa, ganz viele Unterarten, viele Regionen, wo die herkommen. Das Nahrungsangebot ist in jeder Region auch unterschiedlich. Es gibt also Boas, die werden nur 2,20, 2,50 und in optimalen Gebieten 3 Meter, 3,50 Meter. Die längste Schlangenhaut je von der Boa gesehene soll ein ganz Stück über 4 Meter gewesen sein. Okay. Und das optimale Gebiet für zu Hause, was würdest du da sagen? Wie soll ich die halten? Natürlich das tropische Regenwaldterrarium. Hohe Luftfeuchtigkeit, schön warm gehalten, okay. 28 Grad. Und vom Futterangebot ist natürlich sowieso abhängig, wie groß das Tier wird. Entscheidend ist gerade bei allen wechselwarmen Tieren die Ernährung in der Jungphase. Also von dem Augenblick, wo das Tier aus dem Ei schlüpft und vielleicht das erste ein, zwei Jahr, solange wie sie gerade in diesem extremen Wachstum sind, je mehr Futter sie kriegen, umso größer werden sie von der Endgröße. Oder je weniger sie kriegen, umso kleiner bleibt sie in der Endgröße als Schlange. Also du hast ja jetzt gerade gesagt, dass wenn ich eine Schlange im Kindheitsalter viel füttere, wirkt sich das auf die Größe der Schlange aus. Ja, jetzt auf die Endgröße. Jetzt könnte ich ja umdenken und sagen, ich will gar keine große Schlange. Ich könnte der auch einfach wenig Futter geben in den Kindheitstagen. Dann wird das ja eine Minischlange, oder? Ja. Im Groben hast du wohl recht, aber das ist natürlich nicht artgerecht. In der Natur gibt es auch immer mal schönere und schlechtere Jahre und damit gleicht sich das alles so im Groben aus.
Aber wenn ich von vornherein den Gedanken habe, ich möchte eine Mikro-Riesenschlange haben, dann würde ich ja mal einfach empfehlen, man kauft sich sofort eine kleinbleibende Art. Denn ständig zu wenig Futter geben, ständig die Tiere etwas zu kühl halten, dass sie nicht so schnell wachsen, das gibt natürlich auch irgendwann mal Wachstumsstörungen und vielleicht andere organische Störungen bei dem Tier. Kann ich also nur von abraten. Jetzt sammelt sich die Boa hier gerade unten links in unserem wunderschönen Freilichtbecken. Warum bauen sich Schlangen immer irgendwo auf? Ja, die Schlange wickelt sich natürlich auf in der Ruhestellung und wenn die klein aufgerollt irgendwo drunter liegt, ist sie natürlich super gut getarnt. Wenn sie so frei hemmt und oben in den Bäumen liegt, könnte natürlich jeder Räuber sie sofort erkennen. Okay, verstehe ich. Und wenn ich die Schlange jetzt noch mal ganz kurz anschaue, dann haben wir hier eine ganz, ganz coole Musterung. Ganz vorne ist der Kopf übrigens. Ja? Das ist der Kopf. Jetzt, wo wir hier den Kopf sehen von der Schlange, haben wir in dem letzten Video besprochen, je dreieckiger der Kopf, desto giftiger die Schlange. Wie giftig ist die Schlange, die ich jetzt hier gerade sehe? Ja, siehst du an der Schlange einen dreieckigen Kopf? Ich sehe einen. Ja, also wenn ich es ganz aber genau nicht richtig breit dreieckig, sondern der ist schon viel, viel schlanker. Das heißt also, giftig ist die überhaupt nicht. Ich denke mal, ich bin wesentlich giftiger als die Schlange. Ist es denn eine Würgeschlange? Ja, auf alle Fälle ist es eine Würgeschlange. Die hat natürlich Zähne. Jede Schlange braucht also Zähne, um die geschlagene Beute festzuhalten, um sich anschließend um dies Beutetier zu umwickeln. Man kann ja nicht einfach wickeln und stramm ziehen, sondern an irgendeiner Stelle muss sie festhalten, also die muss reinbeißen und dann kann sie erst wickeln. Aber sie braucht einen Haltepunkt. Um das zu erreichen, brauchst du natürlich Zähne. Norbert, wofür züngeln die Schlangen denn immer so auffällig viel? Ja, die Zunge ist natürlich wie bei uns auch ein Geschmacksorgan mit einer Verstärkung da drin. Mit der Zunge können sie theoretisch riechen. Wenn die Zunge wieder reingeht, geht die am Gaumen vorbei. Da ist das Jakobsche Organ. Damit schmeckt sie, riecht sie, fühlt sie die Umgebung quasi. Okay, aber die hat auch eine Nase. Warum riecht die nicht einfach mit der Nase? Ja, die Nase wird also bei den Riesenschlangen nicht so stark in Anspruch genommen. Das kann sie also viel besser, viel schneller eben mit der Zunge machen. Und ich kann mich daran erinnern, dass bei der Königspython so Löcher entlang des Oberkiefers waren. Und da hast du mir mal gesagt, die sind quasi wie so eine Wärmebildkamera, sodass sie sehen können, wenn eine Maus vorbeiflitzt. Hat die das auch? Weil die hat ja die Löcher gar nicht. Ja, die hat also diese Löcher nicht, die hat es aber trotzdem unter der Haut und kann das also im Groben genauso sehen. Das heißt, die hat also in Dämmerung, hat die also ein Wärmebild und kann eben richtig wie eine Wärmebildkamera die Maus vorbeilaufen sehen, obwohl das Licht zu dunkel dafür ist und kann also die Größe des Beutetiers einschätzen, so wie sie uns erkennen kann. Nur sie sieht auch sofort, dass wir optisch zu groß sind und wenn natürlich das Tier, wenn man fressen will, viel größer ist als man selber, dann verhält man sich lieber ein bisschen ruhig und wartet ein paar Jahre, bis man gewachsen ist. Also in dem Augenblick, in dieser Größe, wie sie gerade ist, hat sie sicherlich kein Interesse, den Menschen zu beißen. Denn wenn sie das tut, müsste sie ja mit dem Schlimmsten selber rechnen. Norbert, haben wir denn noch andere Boas hier? Ja, wir haben natürlich nicht nur so kleine, sondern wir haben natürlich auch öfter mal Rückläufer hier im Haus. Für Leute, die früher in irgendwelchen Geschäften oder Börsen nicht richtig beraten worden sind, die dann denen zu groß wurde, wegen mangelnder Vorinformation. Und da haben wir manchmal schöne große Tiere da. Ich kann dir mal eine zeigen. Norbert, was ist das denn hier links eigentlich? Ist das auch von einer Boa oder? Auf alle Fälle nicht von der Königspython. Ich finde das so crazy. Das sind ja locker 4 Meter Haut. Also. Heute Morgen hat unsere große Tigerpython sich gehäutet. Je besser, je ganzer die Haut ist, umso gesünder kann man von ausgehen, ist das Tier. Das ist der Wahnsinn. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass die Schlange einfach wie aus so einer Socke rausschlüpft. Ja, genau. Aber die kann die Socke anschließend nie mehr anziehen. Die Haut, die da drunter ist, ist gewachsen. Und irgendwann passt die alte Haut nicht mehr raus und dann musste sie sich da rausdrücken und dann löste sie sich ab. Vielleicht ähnlich, sag ich mal, wie ein Sonnenbrand, dass sich die Pelle ablöst, um das überhaupt zu verstehen. Und dann regelte sich und die Haut löst sich überall am ganzen Körper und irgendwann platzt die vorne auf.
und dann kraucht die einfach am Stück raus. So, der Sven hat sich hier bemüht, uns noch mal eine neue Bohrer. Ja, das ist ja eine schöne Schlange. Aber das ist ja keine Schlange. Da unten ist sie. Ich würde also sagen, dass der Jimmy da mit Hahn reinfasst, weil ich brauche das. Aber ich finde, wir müssen die gar nicht rausholen. Die liegt da so gemütlich. Wenn ich da so liegen würde, würde ich auch nicht raus wollen. Was mich wirklich noch interessiert, ist, wie lange ist die denn jetzt, die da drin ist? Die war jetzt aufgerollt, das konnte man jetzt vielleicht gar nicht so gut sehen, aber die ist bestimmt... Ja, gute 2,5 Meter hat die. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Vielen Dank. Ja, wir hätten ja da auch viel besser jetzt einen Fachvortrag über Korkrinde machen können. Absolut. Da haben wir viel mehr von gesehen als von der Schlange. Wenn ihr die Schlange mal sehen wollt, kommt doch einfach bei uns im Geschäft vorbei. Sehr gute Idee. Regelmäßig ist die draußen und da kann man die mal gucken. Und ein Besuch bei Zuzajak lohnt sich sowieso. Würde ich ja eh mal jedem empfehlen. Ein ganz kleiner Tipp nur am Rande. Wenn ihr wirklich mal alles sehen wollt und Zeit habt, dann kommt vorbei, aber nicht auf den Samstag. In der Woche ist das schön ruhig, schön gemütlich wie jetzt. Und dann könnt ihr wirklich in aller Ruhe alles sehen. Und man braucht da einen ganzen Tag für. Ja, Norbert, jetzt haben wir eine kleine Boa gesehen und eine große Boa gesehen. Die haben wir mehr vermutet als gesehen, aber ja gut. Und da ja jede Boa irgendwo herkommen muss, frage ich mich jetzt, wie pflanzen die sich denn fort und wie entstehen denn Kinderboas? Das Spannende bei den Boas ist im Vergleich zu allen anderen Riesenschlangen, dass Boas zu den sogenannten lebend gebärenden Schlangen gehören. Was aber real gar nicht stimmt, denn das sind ja keine Säugetiere, die lebende Junge kriegen, sondern es tut nur den Schein. Das heißt also, die Schlange, das Weibchen, legt seine Eier nicht ab und macht ein Nest oder gräbt im Sand ein oder sonst welche Möglichkeiten auch alle gibt, sondern die behält nach der Befruchtung die Eier einfach im Körper, okay, und brütet die Jungtiere quasi im Körper in den Eiern aus. Und erst wenn die Jungschlangen aus dem Ei rausschlüpfen, kommen die auf die Welt. Und dann sieht das halt optisch aus wie lebend gebärende Schlangen. Okay. Aber im Endeffekt legen sie Eier nur in ihrem eigenen Körper rein. Wo wir jetzt gerade hier am Regal vorbeigegangen sind, habe ich auch das hier noch gefunden. Was ist das denn? Ja. Ich habe das im Regal gefunden und wirklich kann mir bei Gott nicht erklären, was ich damit in der Reptilienabteilung anfangen soll. Man kann hier irgendwie. Ist das ein Schlangenwärmer oder weiß ich nicht? Das ist noch ein Hundemantel. Ich weiß nicht, was du da alle raus machst, aber das ist noch ein Hundemantel. Du räumst den mal auf, gehst mal die ganzen Regale durch, ob da noch mehr von so einem Zeug drin steht. Und dann machen wir für heute Feierabend. Ich denke mal, das hat auch wieder gereicht. Vielen Dank, ja, junger gerne. Mann. Mhm. Schönen Tag noch. Ja, auch so. Tschüss. Tschüss. So, dann gehört das ja wahrscheinlich wieder hier hin. Hat mir die Aufgabe auch erledigt. Danke fürs Zuschauen, Leute. Falls ihr noch ein Tier habt, was wir noch nicht besprochen haben, dann schickt es mir doch einfach auf mein Instagram-Profil. Ansonsten Kanal abonnieren nicht vergessen, die Glocke direkt mitmachen, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und die letzten beiden Videos hier waren mindestens genauso interessant wie dies hier. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder. Macht's gut. Ciao.